Mit diesem Fahrhebel wird die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt. Auch im Nahverkehr tauchen die neuen E-Loks auf. 112-166 ist noch mit DB-Logo unterwegs. Gegenüber der Baureihe 143 haben die 112er mit 4000 Kilowatt eine um 500 kW höhere Leistung. Aufgrund der geänderten Getriebeübersetzung ist die Anzugskraft etwas geringer. Auf dem Weg nach Frankfurt-Oder hat ein Regionalzug in Hangelsberg einen Halt. Am Haken alte Doppelstockwagen. Die Baureihen sind lange Zeit im Interregio-Dienst. 112-019 hat in Waldheim in Sachsen einen Halt. Die 112er werden zum Inbegriff für den Interregio-Dienst. In Halle an der Saale hat 112-032 Ausfahrt. Auch die Saalebahn wird zum Laufsteg. Die neuen Doppelstockwagen aus Görlitz können jetzt 140 km/h fahren. Die 120 km/h schnelle Baureihe 143 ist dafür zu langsam. So müssen die 112er vermehrt im Nahverkehr aushelfen.
Ab 1996 wird Verkehrsrot zur Farbe des Regionalverkehrs und für Lokomotiven. Umlackiert wird bei fälligen Hauptuntersuchungen. Noch lange sind 112er in Orientrot mit Latz unterwegs. Auch auf der Berliner Stadtbahn. Der Berliner Hauptbahnhof ist im Bau. Noch führen die Gleise am alten Lehrter Stadtbahnhof vorbei. Impressionen entlang der Stadtbahn. Hier die S-Bahn-Station Bellevue. Der Bahnhof Sabiniplatz. Neben dem Nahverkehr vor schnellen Doppelstockzügen bleiben die Leistungen im Fernverkehr. Ohne nennenswerte Probleme wird dauerhaft mit Tempo 160 gefahren. Thank you.